Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe einen Ehrengast am Start heute. Okay, ja. Mein Lieber, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Schön, dass du hier bist, Mann. Wie geht's dir? Gut. Von Hamburg hierher eine Stunde. Gut durchgekommen. Schön im G63, darf ich das sagen? Ja. Ihr wisst, was das Format, also was wir heute machen. 1000 Euro werden uns das bessere Restaurant zeigt. Ich habe mir was Cooles überlegt. Wer Kemal nicht kennt, der Gastroflüsterer, die Nummer 1, was Expertentum, nenne ich es mal, in der Gastroszene angeht. Er sieht das, was wir nicht sehen. Er geht in ein Restaurant und hat einfach einen Blick auf alles. Also wenn einer über Gastro Bescheid weiß, sei es Konzept, erkennen, was macht man besser, was ist schlecht, was ist gut, das ist Kemal. Erzähl mal, was du machst, Kemal, was dein Ding ist eigentlich. Ja, ich bin seit 30 Jahren Gastronom, habe mit 19 mein erstes Restaurant übernommen und habe das 10 Jahre gemacht, also richtig hinterm Tresen, in der Küche, überall, um das Geld irgendwie zusammenzuhalten, zu überleben. Gastronomie ist nicht so einfach. Und habe dann vor 15 Jahren etwa eine Großproduktion eröffnet und habe Essen produziert. Und wir machen 6000 Essen. Aber dann kam dachte, Scheiße, was mache ich jetzt? Habe dann angefangen, Content zu machen und dann den Gastronomen Tipps zu geben. Das ist gewachsen und inzwischen mache ich das, was du machst. Das ist ein Fulltime-Job. Absolut. Und jetzt hast du mich angerufen und gesagt, Kemal, wir testen. Ich habe gesagt, geil, Alter. Ich habe gedacht, so geil, Kemal bei dem Format. Also er macht, wie gesagt, er guckt, wie Restaurants besser machen kann. Und er hier in diesem Format, du wirst die andere Seite beleuchten. Natürlich auch Geschmack, das mache ich auch, aber alles andere. Und du bewertest alles, was du siehst, in einem. Und wir küren heute das beste Restaurant und haben hier unsere zwei Ehrenmänner am Start. Moin, Jungs, grüß euch. Moin, Salam alaikum. Lass mir die auch noch mal kurz vorstellen am besten. Ja, ne? Ja, genau. Mein Name ist Max. Ich habe eine Ausbildung in der Gastro gemacht, studiere jetzt in Berlin und wollte euch heute das Pastis vorstellen hier in Kiel. Moin, ich bin Julian, 25 Jahre alt, arbeite derzeit als Account Manager und ja, stelle euch heute das beste Restaurant Kiels vor. Geil, wir müssen gerade ein bisschen lachen, weil was passiert ist, was wir nicht zeigen dürfen. Aber alles super. Genau, für euch noch wichtig zu wissen, wir vergleichen die Restaurants, wir bewerten, es gibt eine Gesamtpunktzahl. Es ist nicht möglich, wenn ich zwei Abonnenten aussuche, die ein Restaurant zeigen, dass wir immer exakt die gleichen Gerichte testen. Ist nicht möglich, deshalb gilt einfach, wer kriegt mehr Punkte. Anders geht's nicht. Aber das funktioniert auch so. Ja. Es müsste nicht das gleiche Gericht sein. Ja. Das ist ja eine Gesamtbewertung am Ende. Richtig. Aber du guckst auch Geschmack, auch beim Essen auch. Ja. Ja? Okay. Gut, dann gehen wir rein, Leute. Wir sind heiß. So, okay, mal. Jetzt gucken wir uns die Bude hier mal an, doch. Was sieht ein Gastroflüsterer als allererstes hier in dem Laden? Also hier hat sich jemand auf jeden Fall Gedanken gemacht. Es ist cozy, es ist gemütlich, es hat Stil. Also man kommt rein und kann hier auch wirklich verweilen. Mhm. Die Farben, das ist ein Guss. Ist wirklich gut. Also das nicht nur, dass gut ist, weil du jetzt jemand nicht schlecht reden möchtest, sondern es ist wirklich so. Ja. Ist wirklich. Ich habe mir auch die Speisekarte angeguckt. Es ist ja in Kiel. Ich bin jetzt nicht viel in Kiel unterwegs. Die Preisrange ist jetzt wie in Hamburg auch ein gutes Restaurant. Mhm. Also Vorspeisen 13, 14 Euro, Hauptgerichte 30 Euro. Und da hätte ich jetzt gesagt, gibt es noch Potenzial im Außenbereich, wenn man reinkommt. Bei dem Pricing muss alles stimmen. Was wäre denn im Außenbereich jetzt als Beispiel, was du leider noch... Komm mit. Komm, wir zeigen, guck mal einmal kurz nochmal, geil. Wenn man da guckst, mhm. Das muss gemacht werden. Kabel darf nicht so übers Fenster gucken. Das ist nicht sauber geschrieben. Ja. Das muss man richtig vernünftig schreiben. Das muss weg da, ne? Das kann bleiben, aber das musst du schön mit einer Tafelfarbe schön streichen, weil ich bin ja kein Koch. Ich habe immer geguckt, dass der Laden so läuft, dass die Leute gerne dahin kommen, ein gesamtes Erlebnis zu schaffen. Mhm. Kannst du ganz genau die gleiche Ansage noch machen, wenn ich jetzt den Chef dazu hole? Du machst genau die Ansage. Würdest du genauso machen? Ich würde es auch machen. Ja. Ja. Hier steht nichts drauf. Nichts draufstehen ist auch schlecht. Auch schlecht. Man hat eine Fläche, man kann sie nutzen. Warum machst du das nicht so? Sollte man, genau. Wie hört sich das an? Man käme mal hier schon mal ein bisschen. Ja, hat er recht. Ich meine, ist klar. Andererseits würde ich sagen, im Sommer stehen hier auch Tische. Aber wir haben Sommer. Ja, sie haben heute ihren letzten Tag, haben jetzt die nächsten zwei Wochen geschlossen. Also die Location ist natürlich, wenn du jetzt im Hinterhof oder so wärst, dann würde ich das auch verstehen. Aber du hast vollkommen recht. Wir machen bestimmt einen guten Job. Das werden wir jetzt auch gucken. Inneneinrichtung finde ich richtig gut. Ja. Alles gut. Aber das fängt schon außen an. Ja, klar, klar. Und für den ersten Eindruck, weißt du, gibt es keine zweite Chance und es gibt den Halo-Effekt. Halo-Effekt ist wie Speisekarte, ist eine Visitenkarte. Du schließt aus einer Speisekarte, wer sauber ist, ob sie gut, auf andere Sachen. Ja. Das ist wie wenn du sagst, hey, die Toiletten sind dreckig, die Küche ist bestimmt auch dreckig. Ja. Halo-Effekt. Und deswegen sind solche Sachen immer meistens auch Halo-Effekt. Ich hab mich gerade, weißt du, wo ich mich gerade reingeflasht habe, Leute? Stellt euch vor, Kemal nimmt mich und seine Fittiche und pimpt mich auf. So in zwei Jahren kann ich sowas auch mit einbeziehen bei meinen Tests. Voll. Kennst du das LEM-Konzept? Ne? LEM. Less is more. Ja. Ja. Okay. Ich wollte jetzt aber schon. Wobei, Details ist important. Ja. Details is important more. We are welcome. Ja, ja, wir gucken. Aber gut, guck mal hier, alles schön präsentiert. Aber hier siehst du. Das darf nicht, ne? Das muss schön sauber sein, auch hier drin. So, da an die guten Angestellten nochmal ein schönes Hallo. Schön, dass wir hier drehen können.
Ne? Also ich habe vielleicht noch gar nicht richtig erzählt, auch was auf euch zukommt. Der Kemal ist der Gastroflüsterer. Der ist dafür da, Restaurants besser zu machen. Das ist sein Beruf eigentlich. Er ist so wie der Frank Rosin, nur ein besser. Danke, Digi. Besser hast du noch die Kurve gekriegt. Nein, alles gut. Ja. Aber eine Sache. Ich bin ja erstmal aufs Klo gegangen. Leute, Toiletten tipptopp. Sogar Handtücher richtig aus Handtuch. Alles sauber, alles on point. Es riecht nichts. Voll freundlich. Auch du, ich bin reingekommen. Direkt freundliches Gesicht. Auch sehr wichtig. Ja. Ja, das ist, musst du alles mit bewerten heute. Ja. Da würde mich mal interessieren, was sagst du, wenn jetzt hier ein Gast sitzt und manche Gastronomen und auch Kellner machen das, die gehen von hinten und machen auch immer Körperkontakt, fassen nur an die Schulter. Ja, und würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen. Manche sagen auch, du kriegst mehr Trinkgeld, ja, gerade wenn eine Dame im Service ist, kurz auf die Schulter. Das macht ja ganz viel. Ja. Und ich glaube, das wirkt sich auf dem Trinkgeld auch. Mhm. Aber wenn da eine Frau dabei ist, no go. Komplett nicht feiern, anfassen. Ne? Nee, nicht anfassen. Und wenn eine hübsche Servicekraft da ist, und da ist ein Paar, immer mit der Frau mehr reden als mit dem Mann. Muss man ein Feingefühl für haben, ne? Und musst du ein Feingefühl haben, ansonsten ist die Frau eifersüchtig, dann ist der Abend gelaufen, auch wenn das Essen gut war, komm nie wieder. Feierabend. Auf jeden Fall, das ist auch dann, wenn man reinkommt, so, ne, das ist die erste Freude. Mhm. Und da bin ich gespannt, weil in der Speisekarte, da werde ich dir ganz viele kleine Tricks geben, die auch bestimmt die Zuschauer interessieren, wie man mehr Umsatz macht mit der Speisekarte, wenn man auf gewisse Dinge achtet. Ganz wichtig zum Beispiel. Licht und Musik. Weißt du, was ich mal gemacht habe, Kemal, hier? So ein Ding habe ich nicht nachgedacht, weil ich mit der ganzen Familie am Essen von meiner Freundin habe ich das Ding genommen und ich wusste, meine Nase, habe ich damit voll meine Nase geputzt. Geil. Geiler Tipp. Ja, geiler macht Tipp. Man nicht, ne? Da, das macht man damit nicht, nein. Guck mal, riechen nicht. Hat man das manchmal, ne? Ja, wenn die Gläserspielmaschine nicht sauber gemacht wird am Vorabend. Manche riechen nach Hund. Ich habe das mal gehabt, nach Hund. Ja, kennst du das? Das ist ein ganz komischer Geruch. Ja. Auch hier, ne? Tischplatte. Machst du das manchmal? Neutral, ja, weil wenn du mit dem Lappen an der Bar hier mit abwischst, weil es stressig ist, das riechst du durch. Kemal kommt zu seinen Restaurants, die er aufpimpt und riecht erstmal überall wie so ein Schwür. Mein Hund, der Schnüffelgewalt. Die Schnüffelnase aus Hamburg. Okay, also wir werden dann erstmal in die Karte gehen, gucken, was wir bestellen, dann gucken wir vielleicht mal ein, zwei Schritte zu beim Kochvorgang. Ne? Und ihr könnt es einfach gleich bedienen. Ja? Perfekt. Dann geben wir einen Tisch, Kemal. Ja. Wenn ich die Karte mir so angucke, die ist stimmig, die passt. Guck mal, hier gibt es keine Eurozeichen. Das ist schon gut. Warum? Weil Eurozeichen ist immer so Schmerz für Gäste. Und wenn du ein Eurozeichen hast, ist gut. Und manchmal kann man die Preise auch direkt neben der Beschreibung schreiben, weil so kann man Preise vergleichen. Okay. Wenn das anstrengend machst für den Kopf, dann vergleicht man nicht so. Und dann kann man auch mal eine Speise aus und die hochpreisiger ist. Also wir nehmen nur eine Vorspeise. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, nicht, dass ihr euch wundert da draußen. Was wäre deine Hauptspeise, wenn du eine jetzt wählen dürftest? Rinderfilet wäre deine Hauptspeise? Okay, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, das Rumpsteak nehmen. Und als Vorspeise Zwiebelsuppe und diese Pasta. Kartoffelpasta. Ja. Geil, geil. Okay. Willst du was trinken? Das hätte sie nicht gefragt, ne? Das gibt Abzug. Ist nicht. Das ist nicht schlimm. Mir ist eine wichtige Frage noch eingefallen, Kemal. Haben wir hier überhaupt Allergene auch in den Speisen, die wir bestellt haben? Jetzt kommt der richtig, jetzt kommt der Allmann richtig, Alter. Haben wir Allergene? Nein, okay. Aber hier schon mal zur Küche. Ja. Die Küche ist richtig gut aufgebaut. Sehr kompakt, die Spüle hinten drin ganz klein. Also hier kannst du zu zweit richtig schnell arbeiten, kurze Wege, tolle Geräte zum Beispiel. Das ist der Bentley unter den Maschinen. Ist das so? Ist ein gutes Ding? Das ist ein super Ding. Wärmebrücke, auch wichtig. Wenn nur ein, zwei Leute sind und eine Bude brennt, kommst du hier super gut klar. Ja. Kurze Wege ist wichtig. Weißt du, was mein Vater früher mal gesagt hat? Kemal, der war Koch, der hat gesagt, wenn du einen Schrank aufmachst, in jeder Küche ist Maggi. Darf ich einmal aufmachen? Ja, ja. Das ist auch ein Kühlschrank. Findet man hier irgendwo Maggi? Nee, ich glaube auch nicht. Nichts von Maggi. Nee? Also würdest du sagen, dass mein Vater gelogen hat? Aber gut, das waren auch andere Zeiten mit Maggi und es waren andere Zeiten. Wenn du sagen müsstest, eure Spezialität hier im Laden, wofür ihr bekannt seid oder wenn man einmal hierher geht, was man gegessen haben muss, was würdest du sagen, ist das euer Steak, ne? Oder? Unsere Steaks halt. Ja. Und laut unseren Gästen das Tatar. Tatar auch. Lass uns noch diese Zwiebelsuppe durch Tatar setzen. Ja, das finde ich gut. Die Zwiebelsuppe durch Tatar. Habt ihr hier schon den Chefstable gesehen? Den Chefstable? Ja, den habe ich vorhin schon gesehen. Oh, der wäre auch nicht schlecht gewesen hier. 84,50. Kostet extra, wenn man hier essen will. Ja. Der kostet extra. Aber ein schönes Format. Ich finde das echt spannend. Das hast du gut gemacht. Das bringt Spaß. Hast du richtig gut gemacht. Ich finde es auch gut, dass deine Community von der Stadt dann Restaurants aussuchen können. Ja. Also da muss ich echt mal sagen, Bro. Ist geiles Format. Richtig geiles Format. Ja, und geile Jungs hier hinter der Kamera. Und sehr gut. Ich merke das jetzt gerade. Ich würde es auf jeden Fall kopieren. Nein, nicht kopieren, aber du machst einfach einen geilen Job, Alter. Das ist geil. Du hast dich so da eingearbeitet. Und für mich ist es auch wirklich eine Ehre, heute dabei zu sein. Dankeschön. Muss ich an der Stelle auch sagen, Leute, folgt ihm, wenn ihr es noch nicht tut. Geiler Typ.
geil. Wollen wir direkt hier reinstechen? Ja, steck mal rein. Brot ist auch immer ein gutes. Ich sag immer, am Anfang käme mal das Brot, welche Gastronomen am Brot spart und da irgendeine billige Discount-Ware kauft. Da weißt du gleich, kannst du knicken. Kostet ist gutes Baguette, ne? Präsentation 1A wirklich. Ja. Also, die Dinger hier mal on point. Leichtes Salzprickeln am Anfang. So eine schöne, geschmeidige Pilzfüllung. Mit dem Rucola und dem Käse nochmal, wenn man hier drauf will. Ja. Das ist krank. Ganz dezent, einfach weich, einfach on point. Ist alles recht weich, ne? Mhm. Also. Traum. Match 100% mit diesem Rucola. Diese leichte Bitternote. Es ist nicht viel Tamtam, irgendwie Betäubung vom Mund, hier Glutamatbombe. Es ist einfach cleanes, geiles Essen, wo du merkst, die Quali vom Essen stimmt, ne? Brutal. Den haben die irgendwie mit, ich weiß nicht, ob es Wein ist, haben den leicht verfeinert. Hast du das geschmeckt? Ich dachte erst Oliven, aber das ist wirklich. Oder es wird irgendein geiler, spezieller Essig sein. Boah. Limette auch drin, leicht Gurken, Gewürzgurken drin. Das magst du, da merkt man, dass der Koch ist. Du hast die Säure, du hast die Gewürze, die geschnittenen Zwiebeln, die Kapern, total abgestimmt. Aber auch die Deko, siehst du? Das ist einfach on point, Leute. Und leider Stelle will ich jetzt Angst kriegen. Ich habe Angst, ne? Ja, wirklich. Ja. Ja, Bro. Rudi, geh mal mit dem Brot hier leicht in diese Soße rein. Da ist nicht von dieser Welt. Diese leichte Trüffelnote, Cremigkeit, wirklich alles einfach on point. Kapern haben sie hier auch drin, ne, Kemal, hast du gesagt? Wie viel von was ist genau abgestimmt? Guck mal, jetzt isst du diese Vorspeise und du freust dich schon auf den Hauptgang. Das wird uns killen, Kemal. Ich würde sagen, wir bewerten als erstes schon mal die Vorspeise und dann gleich die Hauptspeise. Ja. Du wirst, würde ich sagen, am Ende nach dem Essen noch einmal das Restaurant so bewerten, als extra Bewertung obendrauf. Mit allen anderen Punkten. Aber jetzt erstmal einmal nur der Geschmack. Bist du schon siegessicher oder bist du gespannt? Also, es war zu erwarten, dass es euch beiden schmeckt, würde ich sagen. Aber siegessicher. Darf ich dir danken? Weißt du warum? Ich sag dir was. Du bringst denen gerade die Bühne, die sie verdienen. Ja. Die haben sie verdient. Weißt du, was ich meine? Deswegen muss, schön gesagt. Muss man ihm danken. Weil das ist ein stiller Koch, der ist in seiner Küche. Der muss raus, Alter. Ja, ja. Da steht so ein Koch, so ein Ehrenmann, so sympathisch, so nett, bescheiden. Unständig, bescheiden. Ja, und der haut so ein Essen raus, also alle Kieler. Ich habe den Rest noch nicht gegessen. Wer weiß, vielleicht ist das Grütze, aber diese Vorspeisen, das ist Traum. Wir machen eben unsere Bewertung fertig und dann nehmen wir das nächste Gericht. Ich würde Pastatrüffel eine 8,6 geben von 10. Von dem Feinen her, von der Zusammenstellung, vom Teig, vom Innenkern, top. Ich hätte noch ein bisschen mehr Wumms. So ein Nachdrang, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Salz, ein bisschen nochmal Pfeffer, ein bisschen nochmal die Würzung. Aber das Tartar 9,3, Alter. Stark. Genau meine Knospen getroffen. Ja. Jetzt sagst du, warum gibst du keine 10? Ich weiß nicht, was noch kommt, sage ich dann immer. Was kann noch kommen? Was oder ist ein Bauchgefühl? Kommen? Oder ein bisschen Nein, Bauchgefühl? Ich habe auch wirklich gut gegessen. Ja. Aber ich will immer Luft lassen. Will ich Alter, auch, du weißt, bei Essen hört es nie auf. Ja, wir sind noch jung, weißt du, was kriegen wir noch zu essen in unserem Leben? Da weiß man nicht genau, was man noch für die Flinte bekommt. Also Kemal, ich bin auch bei deinen Bewertungen ähnlich mit dabei. Bei der Pasta gebe ich sogar eine 9,4. Für mich war das komplett on point. Also ich habe ein leichtes Salzkribbeln gehabt. Ich stehe auf dieses Essen. Nicht viel außenrum. Es gibt einfach die Gerichte, wo du merkst, die Qualität ist so on point. Die Pilznote, der qualitativ hochwertige Teig, die Soße dazu war für mich grandios. 9,4 habe ich so gegeben. Und ich habe fürs Tartar für mich nochmal zusammengefasst, diese Kapern. Ich weiß nicht, was diesen Drive da reingegeben hat, von dem, wo ich gesagt habe, dieses Alkoholisierte. Vielleicht war es auch die Kapern in Kombi mit dem Essig. Habe ich auch schon mal mich geirrt, dann war es der Essig, der dieses gewisse Etwas reingebracht hat. Oder das Dressing, ne? Ja, oder das Dressing. Aber am Ende des Tages, Leute, das war Kunst. Du würfelst bestimmte Komponenten zusammen, erzielt diesen Geschmack. Macher für mich, auch 9,4. Ich habe zweimal 9,4 für die Vorspeisen gemacht. Geil. Also das war stark, ey. Also Bro, du hast denen eine Bühne gegeben, Alter. Ja. Du bist geil, also, Alter. Wenn ich hier wohnen würde, würde ich sagen, ich gönne mir was, so richtig was Besonderes, komme ich hierher. Ja, jeden Abend. Geil, ja, dann gehen wir in die zweite Runde mit unserer Hauptspeise. Ihr seht jetzt die Zubereitung und dann viel Spaß bei Runde 2.
Was würdest du sagen, wenn du sagen müsstest, was macht ein gutes Filet für dich aus? Dieses weiche, aromatische. Das weiche hätte ich auch als erste Stelle gesagt. Aromatische, ja. Weißt du, wenn du so beißt, dass es nicht zu weich ist, aber auch nicht zu hart ist. Ja. Es muss einfach gefühlt wie nichts durchgehen. Ja, kannst ruhig kommen. So, als der Durchbiss muss wie nichts sein. Geil, dankeschön. Dankeschön. Schau mal, Rinder, bevor es kalt wird. Okay, wir gucken mal den Gargrad, gucken mal, ob die das on point gekriegt haben. Medium haben wir bestellt, ist vielleicht nicht drauf, haben wir aber angesagt. Bei so Wiedgarn kann da auch kaum was schief gehen. Na hier, das ist auf jeden Fall Medium, richtig gut. Geiler, deftiger Fleischgeschmack. Kraut und es kommt Saft raus. Es kommt Saft. Oh, kommt Saft raus, ne? Der Saft ist drin, geile Pfeffernote. Die haben es mit Gewürzen nicht überlastet. Der Protagonist ist das Fleisch, wirklich. Und die Gewürze sind so. Gibt es oben drauf. Unterstützen. Kommt hinterher. Kommt hinterher. Mir fehlt ein bisschen das Fett jetzt am Stück. Wird das denn hier vorher abgemacht einfach? Oder? Wahrscheinlich ja. Ja, ne? Also. Manche mögen es ja nicht. Ich liebe es, wenn schön noch das Fett dran hängt. Ein gutes Stück Fleisch, butterzart. Wir haben da noch mal reinguckt, wir machen mir noch mal einmal den hier. Bernese ist Hammer. Kennst du auch hier, ne? Probier das mal, Bro. Hast du ein Fleisch schon probiert? Mit dem Fleisch zusammen ist Bombe. Traum. Also man darf Steaksoße nicht unterschätzen. Ein geiles Steak und dann eine geile Soße zwischendrin. Oh ja. Das ist geisteskrank. Mit der Soße ist es geisteskrank. Kannst du ja mal als Koch erzählen, wie wird eine Bernese zubereitet? Du machst ja als erstes eine Weißweinreduktion und dann mit Estragon, eine Holly nur mit anderen Gewürzen hat drin. Die ist so geil, ey. Ist die das Pommes, Thema. Ey, bitte probier mal meine Pommes. Ja. Gut, ja? Aber das Kartoffelgratin ist auch. Mit der Soße auch. Oh, die Soße schmeckt hier gerade, kann ich noch nichts schmecken bei der hier. Schmeidig weiche Soße ist was anderes. Oh, sie hat richtig Präsenz im Mund. Die breitet sich langsam aus, wird immer kräftiger. Guckt euch das hier mal an, Leute. Sind das Senfkörner? Senfkörner mit einer süßen, schönen Jus. Hat so einen leichten Barbecue-Charakter. Ja, ja. Oh, wild. Die werden schön aus dem Ofen gezogen sein, denke ich mal. Kartoffelgratin fehlt mir ein bisschen Power. Und die Kartoffeln sind mir noch leicht zu hart. Vom Geschmacksbild geil. Schöne Schärfe vom Knoblauch, noch schön bissig. Sprossen oben drin. Da hast du einen Banger rausgeholt. Das ist ein gutes Ding, ne? Boah, alles. Respekt vor der Bewertung gleich. Leute, die Vorspeise hat uns schon die Vorfreude so krass bereitet auf dieses Hauptgericht. Ich war wirklich, ich dachte, wow, aber 9,6, Alter. 9,6 hast du gegeben. Alles stimmt. Boah. Scheiße, ey, Bruder. Bei mir der Teller, Rumsteak on point, Salat, braucht man nichts zu sagen. Ich würde den Koch gerne fragen, was er für ein Essig da drin hat. Das ist ein Traum, Süße dazu. Ein Gedicht, diese Bernese, hatte ich voll vom Hocker gehauen. Das Einzige, was ich mit einbewerten muss, und ist nun mal auch ein Drittel der Komponente vom Tisch, oder fast ein Drittel, der Kollege Gratin, hat mich nicht vom Sockel gehauen. Deshalb bin ich bei einer 8,8. Aber immer noch saustark. Die Max, da hast du uns zerfetzt. Das freut mich auch. Also du hast deinen Kochberuf alle Ehre gemacht. Und jetzt kommt deine Gesamtbewertung vom Restaurantkonzept. Digi, von 1 bis 10, ohne Essen zu bewerten jetzt, ne? Nur Gastro. Der Geruch von den Tischen, alles mit drin. Ich muss sagen, draußen habe ich viele Punkte abzugegeben. Ja. Das war für mich ein wichtiger Schritt. Ja, muss. Also 7,4. Okay, da hast du für dich nochmal echt einen Schritt gut gemacht. Haben wir eine Chance. Die Big 7,4 vom Kemal. So, Kemal, mein Lieber, wir sind hier drüben. Ich habe dich schon mal vorgewarnt. Der Kemal hat eben außerhalb der Kamera, bevor wir hier drauf eingehen, noch mal was gesagt, was sehr interessant fand. Du hast ja Erfahrung, du redest ja nicht einfach so, um was zu sagen, sondern du weißt es anhand von Fakten zu belegen. Was denkst du, wenn du das aufpimpen würdest, so wenn man das Restaurant eben so von außen, die Fehler, die du genannt hast, beheben würde? Wie viel Umsatzsteigerung wäre drin, denkst du? Es ist natürlich immer schwierig, das genau zu sagen. Aber wenn man das innere Küche in was ist, nach außen projiziert, zeigt. Man muss von außen sehen, was man bekommt. Ne? Der hat ein Handwerk, das ist krass.
Aber ich glaube, Max muss mit Ihnen mal sprechen und das müssen Sie auf jeden Fall nachholen. 30%. 30% sind mehr drin. Das kann aber auch sein, dass es ein Hype wird, dass du da 4 Wochen am Stück keinen Tisch kriegst. Wenn dann die Leute das erfahren, dann ist wahrscheinlich das passiert. Weil er kann den Standard halten, der steht in der Küche. Den kannst du auch nicht erpressen, der kann sein Handwerk, das kann einmal abliefern. Der Bar ist auf keinen angewiesen, der ist da und der kriegt es hin. Bar kriegst du immer, Service kriegst du auch hin, wenn das Essen gut ist, arbeitet auch Service gerne, weil die wissen, hey, ich habe das Trinkgeld, das passt alles. Aber jetzt musst du das nach draußen transportieren und dafür außen, Fassade, die kleinen Dinger, schön Beschriftung, was macht den Laden aus, USP, was ist wirklich die Stärke, warum schmeckt das Essen so, wie es schmeckt. Und das musst du als Serie erzählen, brauche ich dir nicht erzählen. Absolut. Und wenn das dann Momentum fängt, und einmal Hype entwickelt, kriegst du den Laden nicht mehr kaputt. Soll ich mal schätzen, was der Umsatz macht? Ich kann es dir schätzen, es wären ungefähr knapp unter 100.000 Umsatz. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. 70, hättest 80, gesagt? Sehr gut. Wuli, wir sind jetzt bei deinem Laden. Ja. Was hast du uns hier zu erzählen? Fresh Food Manufaktur Restaurant. Es ist ein super klasse Restaurant, war ich schon mehrmals essen. Das Restaurant gibt es jetzt seit knapp 1,5 Jahren. Die hatten davor ein Restaurant hier in der Nähe, das war ja nur etwas kleiner, sage ich mal. Haben dann gemerkt, es läuft alles super, haben dann einen größeren Laden eröffnet. Und ich bin sehr überzeugt davon und ich hoffe doch, dass wir da gut mithalten können. Geil, geil. Also ich finde, von außen ist so ein Wohnhaus reingebaut. Ich sag immer, wenn ich als jemand, der sich nicht auskennt, oh, finde ich sympathisch. Würdest du es ja negativ oder positiv sehen, dass der so in einem Wohngebäude drin ist, mitten im Wohngebiet auf? Es ist im Wohngebiet jetzt. Also ich muss sagen, das Ding, wenn ich hier von außen angucke, Garten, Event, okay, Fresh Food, was soll das? Also ich gehe davon aus, dass das Essen frisch ist. Aber hier ist die Richtung, finde ich, nicht so richtig. Und ich muss an der Stelle sagen, ich habe auf die Speisekarte geguckt. Das andere ist ein gehobenes Restaurant. Das ist gut bürgerlich wahrscheinlich. Das ist gut bürgerlich, von den Preisen auch. Preisen und die Speiseauswahl. Der hat auch so seinen Weg. Und wenn du da auf die Karte geguckt hast, hast du gesagt, boah, gehobenes Restaurant. Hier sage ich, der hat keine Chance. So, ihr Lieben, das hier ist aber anders, einfach anders. Also ich sag dir ehrlich, mir gefällt es noch besser als drüben. Für ich jetzt einfach mein persönliches Gusto gefällt es mir noch besser als drüben. Ich finde es drüben wesentlich besser. Ehrlich? Ja, wenn ich gut essen gehe abends, ist das viel gemütlicher. Das ist für mich eher ein Tageskonzept mehr. Gemütlicher mit Sicherheit, aber interessant. Guck mal, hinter dich Tafel. Das ist echt wie von der Firma, die Firmenkantine. Richtig, genau. Der Boden, das Licht, also drüben hatte es noch mehr. Und diese, der Tisch, Kundenstopper da drin, finde ich, geht nicht. Aber gut, das ist ein Konzept, wie es ist. Und die Preise spiegeln das wieder. Deswegen erstmal offen rangehen an die Geschichte. Offen rangehen. Wir wollen das Essen bewerten. Und dann gibt es noch eine Punktbewertung für alles. Dann gucken wir mal, wie die abschneiden. Okay, würde ich sagen. Servus. Servus, hi ihr Lieben. Können wir euch gleich mit einbeziehen hier einmal hin? Ja. Was ist sozusagen eure Aufgabe, eure Mission hier im Restaurant? Du im Service? Ich bin der Sohn vom Chef. Ah, geil. Ja, bist du hart rangenommen von deinem Vater? Kriegst du so ein bisschen. Ich bin unserem Küchenchef in der Küche. Ja. Und mach so ein bisschen alles drumherum. Also kriegst keine Extrawurst, sondern kannst du beurteilen? Er arbeitet wirklich. Er arbeitet wirklich, okay. Schimpft er auch manchmal? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Er ist lieb, ja? Geil. Und ein guter Koch, hoffe ich. Ich würde sagen, wir hauen die richtig auf die Kacke, Kemal, damit wir dem Restaurant eine Chance geben. Wir nehmen einfach den teuersten Scheiß hier. Auf jeden Fall. Komm, dürfen wir in die Küche mitkommen? Dürft ihr gerne machen. Geil, guter Plan, Kemal. Ja? Wer ist so deine Lieblingsmitarbeiterin, würdest du sagen? Meine Frau natürlich. Also Morning, meine Frau vom Service ist auch meine Frau. Ach, das ist deine Frau? Ja, deswegen. Und unter uns, wenn sie jetzt nicht da wäre, wäre du deine Nummer 1? Bestes immer Pferd? Nummer 1. Nein, das beste Pferd von allen. Ja? Hier ist unsere Küche. Das ist klein und übersichtlich. Wie gesagt, man kann von außen so gut wie alles sehen. Ja. Das ist Musa, unser Koch. Erstmal vorweg. Musa ist ja Model, du. Ja. Musa ist echt Model. Ja. Deswegen kommen ja hauptsächlich die Gäste, damit sie ihn sehen können in der Küche. Nackt muss er da stehen. Nackt mit der Nummer. Sehr gut, Musa. Ja, das hören wir öfter. Oh. Nein, die Küche ist klein. Wir haben hier einen Ofen, Kombi, ganz normal, Herd, Grill. Unsere Küche ist einfach. Keine wirklich Tiefkühlprodukte oder ähnliches. Wir wollen einfach kochen, machen schönes Essen. Würdest du sagen, weil ihr müsst ja irgendwie jetzt rankommen. Er hat heftig performt eben an einem Restaurant. Wir müssen zusehen, dass ihr Punkte aufholt. Jo, ich sehe gerade, ihr habt auf Burger. Macht das Sinn für mich, Burger zu nehmen? Traust du dir eine richtig hohe Bewertung zu? Über eine 8 von 8. Ist halt kein Schickimicki-Burger, ne? Muss nicht. Schickimicki-Burger muss nicht. Absolut nicht. Dann Basic hält er, ist gut. Dann hält er mit. Wir gucken uns den mal an, den Burger. Und dann kann ich schon mal Prognose erstellen, ob der was reißen könnte oder nicht. Guck mal hier mit dem...
Hähnchen jetzt drauf. Das wird geil, sau lecker. Also ich könnte wetten, dieser Teller, diesen Teller, der kann auf eine 9 kommen. Der kann auf eine 9 kommen. Also ich will so einen Teller. Ich würde sagen, wir nehmen zwei geile Hauptgerichte, testen die, gucken als Vorspeise, genau, als Vorspeise. Und ja, dann nehmen wir noch unseren Hauptgang, jeder. Okay. Ja, und dann nehme ich Burger, glaube ich. Der könnte performen. Also wir nehmen die Röstis als einen Teller, das hast du gesagt, und als einen Teller diese Hähnchen mit Salatbeilage war das so, ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Einmal Hähnchen, einmal Röstchen haben wir euch. Genau, und dann nehmen wir als Hauptspeise Burger und Entrecot. Ich glaube, das kann doch nochmal richtig was werden. Du, Kimmel, jetzt, wo ich die Jungs auch so sehe als Charakter, die schnacken zwar, aber die haben auch PS unterm Arsch. Die haben PS, also das beide, die beiden sind Dream Küche Team. Ist gut aufgesetzt, super smart, alles effizient. Preis-Leistung ist ja auch so eine Sache. Das könnte bei dir noch mal richtig reinkicken vom Das könnte noch mal richtig reinkicken, Ding, ne? Ja. Für euch noch mal ganz wichtig, Kim und ich wollten das noch mal betonen. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur, weil das andere teurer ist und gehobener, dass es automatisch gewinnt. Das wäre ja Schwachsinn. Es kann ja auch ein Burger oder ein einfacher Kartoffelsalat oder sonst was kann für sich in der Kategorie auch eine 10 von 10, eine 9 von 10 oder sonst was sein. Würde ja gar keinen Sinn machen, wenn wir jetzt nur, weil es teurer ist, automatisch besser bewerten. Wir bewerten das so, wie wir es jetzt kriegen in dieser Kategorie natürlich, ne? Genau so. Also die Preisliga ist ja eine ganz andere, was haben wir vorhin gesagt, in das andere Restaurant wird man vielleicht ein-, zweimal im Monat hingehen. Mhm. Hier könntest du durch den Preis, durch die Portion, Hausmannskost, könntest du auch zwei-, dreimal die Woche hinkommen. Jedes Mal. Und deswegen bewerten wir das nicht von den Niveaus her, sondern vom Essen her. Immer. So als doofes Beispiel, wenn wir jetzt hier eine Currywurst-Pommes kriegen, ist die in ihrer Kategorie zu bewerten. Dann kann es auch für eine Currywurst-Pommes eine 9,5 von 10 Absolut. Sein. So, und fertig. Absolut. Hast du schon am Tisch geschnüffelt? Nein, habe ich nicht, aber hier ist alles clean. Ja, es ist. Der wird dich verfolgen. Oh, geil. So, ich lade dir hier mal eben ein, zwei Dinger schon mal auf. Ich gehe hier auch direkt rein. Komm, wir haben die Vorspeise nur, ne? Das ist die Vorspeise jetzt hier. Wir gehen rein, ey. Max ist immer noch siegessicher, der ist ein fairer Sportsmann, der sagt, komm, lass ihn nehmen, was er will hier. Also die Dinger. Wer bei mir Instagram reinguckt, weiß, ich mache viel selber Pesto. Im ersten Biss hast du wirklich komplett das Pesto-Feeling. Das würdest du Pesto im Mund nehmen, dann merkst du natürlich, die Konsistenz ist anders. Schon mal gut. Hähnchen butterweich. Ist butterweich? Butterweich. Oh ja, Traumhähnchen. Da haben die auch mit Essig angemacht. Da kenne ich von den Russen, wenn es schachtelig gibt, in Essig eingelegt. Gruß geht raus an die russischen Brüder. Feine Kruste vom Hähnchen, merkst du dieses Angekohlte so leicht. Ja, aber ja, das ist geil. Ausdauer ohne Ende. Geht durch den Mund, geht durch den Gaumen. Gutes Ding. Was hast du zu den Röstis, Kimmel? Ja, I love it. Brutal. Ja. Ich liebe dieses knusprige, angebrannte bisschen. Oh, das Erdbeerpesto. Ist so eine Mischung aus Pesto und Eiscreme, so gefühlt. Könnte auch ein abgeschwächtes Eis sein mit wenig Süße. Guck auch mal die Kruste an hier, ey. Das nimmt gefühlt von innen fast so einen Pfannkuchencharakter an. Ja. Ich hätte am liebsten noch mehr von diesen Erdbeerpesto. Diesmal machen wir auch alle Bewertungen ganz am Schluss erst, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Für euch auch nochmal in den Kommentaren vergeben wir nochmal zweimal 100 Euro einfach für euch. Schreibt irgendwas rein für das Video pushen nochmal an der Stelle, weil mir das Format so hart gefällt. Und ich hoffe euch auch und lasst es uns wissen mit einem Daumen oben, wenn es das tut. Ich möchte das unbedingt weitermachen. Dieses Format soll so viral gehen. Ich finde das so geil. Experten dazu und Kemal. Ich kriege auch nochmal zweimal 100 Euro drauf. Ehrlich jetzt? Ja, viermal 100. Und denkt dran, Kemal, auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr das Fachwissen liebt, euch das interessiert, der hat einen Kanal, da haut der Sachen raus. Das ist so interessant. Einfach in die Videobeschreibung einfach raufklicken, Videos angucken. Dankeschön, Bro. Gerne, gerne. Wie geil, lecker kann einfaches Essen sein. Das andere gehoben, lecker.
das einfach und lecker. Und das, was du hier auf dem Teller hast, kannst du jeden Tag essen. Alles frisch. Nichts Convenience. Ja, aber nur das Eis. Da steht. Ja, ja, nur mal da. Freshwood. Salat ist frisch. Ja, Salat ist frisch. Mhm. Salat, muss ich sagen, das finde ich kleiner Minuspunkt am Teller. Kommt für mich eher so, ich sage mal, Metro-Dressing-Style rüber. Nicht so wie drüben, feine Essig-Ölmischung. Angemachtes Kräuterdressing. Ja. Genau, angemachtes Kräuterdressing. Aber ein bärtiges. Mhm. Ich finde, muss ich hier sagen, die Idee sehr gut mit den frittierten Kartoffelschalen. Kartoffelschalen habe ich mal auf TikTok. TikTok ist auch nicht immer doof. Da haben sie einfach Kartoffelschalen nicht weggeworfen, sondern Ofen als Chips gemacht. Mhm. Haben zwar viele reingeschrieben, darfst du nicht machen, weil sich irgendwelche Stoffe bilden, das ungesund ist. Nein, nein. Ja, vom Geschmack her. In Deutschland werden 2 Millionen Tonnen in der Gastronomie Essen weggeschmissen. Und eine Biotonne, die voll ist, die abgeholt wird, da ist Essen drin für 800 Euro. Und das ist eine super Verwertung, weil du kannst fast alles verwerten. Wichtige Ansage, Thema. Ja. Ich sag, da ist Jürgen deutlich näher dran, deutlich spannender jetzt, als ich es für möglich halte. Ja. Er hat ja da echt richtig noch mehr rausgekommen. Am Anfang dachte ich, die Sache ist sicher. Das macht mir echt noch mal richtig. Die Zuschauer, die waren jetzt genauso mit wie wir, wie es ausgeht. Die waren genauso mit, ja. Oha, wir wissen es auch noch nicht, aber wir wissen es bald. Wir wissen es bald. Ihr auch. Deswegen dranbleiben. Ich würde sagen, wir nehmen direkt das nächste Gericht. Ich kann zum Kartoffelpuffer sagen, ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Kartoffelpuffer gehabt. War sehr gut. Der war heftig. Wir gehen jetzt in die nächste Runde. Oh, okay. Gehen und dann in die nächste Runde und dann bewerten wir alles. Okay. Oha, oha, oha. Teller ist ein bisschen heiß, ja? Ja, Dankeschön. Danke. Teller ist warm, ist wichtig, weil gerade bei dem Fleisch, das kühlt so schnell runter. So Leute, hier, Burger, guckt ihn euch an. Oh, also man merkt direkt, es ist ein hausgemachtes Bun, es ist kein Bäcker-Bun, es ist relativ steif, relativ hart. Was jetzt entweder negativ kommen wird im Biss oder es wird mich voll überraschen. Ich muss einfach aber eine Frage haben. Mhm. Magst du das, wenn der Burger so groß ist? Ich kann den nie richtig essen. Er muss noch ohne Gabel in den Mund gehen, du musst ihn so essen können, sonst ist es kein Burger. Dann isst du es einzeln, schneidest es runter, dann hast du ein Stück Fleisch, machst ein Brot, aber dann ist kein Burger mehr. Aber das geht so, oder? Meinst das wird gerade noch gehen, ja. Nicht nach so einer Salsa-Soße. Nie so einen Burger gegessen. Von der Art her noch nie so einen Burger gegessen. Selbstgemachte Salsa, hat so Mexiko-Vibes, aber abgewandelt, nicht diese klassische Salsa. Super Fleisch vom Durchbiss. Tierisch weich. Das Fleisch haben sie mega gemacht. Ich glaube, die Pommes machen sie sogar selber hier, die Kartoffelecken. Ja, genau. Du hast einen weichen Schmelz, du hast dieses Innere von der Kartoffel, was noch völlig weich ist, so wie Kartoffelstamm. Ich muss hier ein Stück Fleisch geben. Also, ich sag gleich was zum Fleisch und was hier abgeht. Also, top. Max, ich möchte, dass du, ich weiß, das ist nicht dein hier, eigentlich ist es dein Rivale hier, aber bitte probier mal dieses Stück Fleisch vor. Ich sag euch gleich was. Oh, schmeckt schon sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr heftig starkes Grillaroma. Merkst du dieses Aroma und wie weich und wie saftig zugleich? Saftig, weich und ich habe selten so ein durchdringendes Säurearoma. Ich habe die Liste aufgekriegt. Das
kann eine enge Nummer hier werden, ne? Das wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen, wir gehen langsam in die Bewertung rein. Hat irgendeiner von euch beiden das Gefühl, dass er gewonnen hat, oder ist das echt gemischt? Ich würde sagen, es ist komplett. Ist alles offen gerade. Ist alles offen, sag ich dir, wie es ist. Okay, ich bin ready. Ich auch. Ich sag Vorspeise Hühnchen. Mhm. 8,7. War echt super gut, lecker. Röstitaler, sage ich eine 9. Hat mich richtig abgeholt, war genau mein Geschmack. Knusprig, bisschen verbrannt, Röstaromen, Dips, alles on point. Steak, alles mit eingeflossen, auch der Preis-Leistungs-Effekt. 9,2. Medium vom Bissgefühl, Saftigkeit. Die Aprikose ist nicht so hundertprozentig meins, aber ist mal was Neues. Kartoffeln frisch gemacht, das siehst du einfach. Hammer. Ladenbau, gesamte Gastro-Erlebnis ist für mich hier 6,4. 6,4. Ja. Also Jungs, pass auf. Die Vorspeisen haben mich schon hart geflasht. Diese Grana Padano-Soße, auf jeden Fall eine Parmesan-Soße am Anfang. Dieses mit dem Erdbeerpesto, dieser Mix. Ganz neu, ganz anders, ganz wild. Saftig on point, das Hähnchen. Boah, diese Röststellen, wunderbar, leichter Abzug durch den Salat für mich, was drüben sogar einfach ein Pluspunkt war. Puh, puh. Der Burger, man muss es sagen, wie es ist. Selbstgemachtes Bun, geil, muss man sich darauf einlassen. Einen von 7 Tagen wird man wahrscheinlich sagen, ziehe ich irgendeinen Bäcker-Bun vor, weil es einfach diesen Selfmade-Charakter hat. Rein fachlich, handwerklich muss man sagen, nicht so gut gearbeitet wie ein Bäcker-Bun. Das kann er nicht so gut wie ein Bäcker. Der hat seine Expertise an anderer Ort und Stelle, aber diese Feinporigkeit und alles war da nicht so gegeben. Fleisch on point, weich, selten in einem, sag ich mal, unscheinbaren Laden, der nicht auf Burger spezialisiert ist, so einen heftigen, weichen Biss gehabt. Die Salsa-Soße nicht feinstimmig auf dem Burger. Für mich Gesamtbewertung, ersten beiden Gerichte geben 8,4, letztes 7,2 für den Burger. Das heißt, wir haben einen klaren Gewinner. Oh. Stark, stark. Geh mal. Finde ich richtig noch. Die Julian. Hat viel Spaß gemacht. Hey, schön, dich kennengelernt zu haben, Großer. Kemal, du kennst dieses Ende vom Video gar nicht. Wir haben einen Gewinn, den kannst du schon mal einkassieren. Oh, na? Du gehst in Runde 2 um 3.000 Euro. Hast die Möglichkeit, mit deinem aktuellen Restaurant noch einmal anzutreten. Ja. Müssen nur für dich, und das werden sie machen mit Sicherheit, die werden Spaß dran haben, vielleicht ein, zwei Gerichte neu in die Karte nehmen, anpassen und gegen ein anderes Restaurant antreten. In einen Gegner von euch, wo ihr euch bewerbt, sowieso Kommentare rein, gibt ihr 400 Euro Gutschein, 400 100 Euro. Und wie gesagt, für nächste Runde kommentieren, bewerbt euch. Auch wenn er nicht dabei ist für ein neues Game. Ne? Das Format geht weiter. 3.000 Euro mit dem gleichen Restaurant. Nimm die. Den Taui. Kannst doch nicht verkacken mit seinem Doch, es gibt tatsächlich noch ein besseres in Kiel. Es gibt, ja. Ist aber schwierig ranzukommen. Dann gibt's den für dich, Kandidat. Du warst echt. Maschine, geil, 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 geil. Ja, mir hat's richtig Spaß gemacht mit euch allen. Das war super. Denkt an den Kema in der Videobeschreibung. Kommt, Jungs, geiler Content. Alle hier. Zieht euch das rein, einmal raufklicken und ja, lasst den Daumen um scheppern, wenn euch das Format gefällt. Dann wird das niemals sterben. Es wird noch viele, viele Folgen geben. Wir ziehen durch Deutschland. Kuss, Kuss. Ciao.